Herzlich willkommen auf dem Wunderhof und zu einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind meine zwei kleinen Freunde hier, die ihr vielleicht schon aus meinen Anfängerbüchern kennt. Landschaften sind nicht nur für Anfänger manchmal eine Herausforderung, weil man, wenn man rausgeht, natürlich wahnsinnig viele Formen sieht und viele Farben sieht und dann denkt, oh mein Gott, das schaffe ich doch unmöglich, das alles in ein Bild zu packen. Und da ist es ganz sinnvoll, wenn man sich zumindest am Anfang auf möglichst wenige Farben beschränkt. Und ich zeige euch in diesem Video, wie das eben mit drei Grundfarben und Weiß funktioniert. Ich habe heute diese Landschaft für euch ausgesucht. Das ist gleich bei uns in der Nähe. Und ich habe an der gleichen Stelle schon mal ein Video gemacht, von der anderen Seite her, aber im Sommer. Und ich finde die aber jetzt gerade im Frühling echt reizvoll, weil man sieht da ganz schön die vielen verschiedenen Details und dass man eben auch nicht so viele Farben braucht. Ich werde heute mit Acrylfarben malen und von den Pinseln her werde ich überwiegend solche Schrägpinsel, solche weichen Synthetikpinsel benutzen. Ihr könnt natürlich da immer mit Pinseln eurer Wahl arbeiten. Und als Farben habe ich mir jetzt Permanentgelb, Cyanblau und gebrannte Sienna und eben Weiß ausgesucht. Ich habe auch schon den Farbkreis gemalt, damit ihr auch seht, dass das natürlich jetzt genauso funktioniert. Und es fällt euch bestimmt auf, dass da jetzt natürlich keine Violetttöne rauskommen, aber die braucht man für die Landschaft auch nicht. Sich vorher so einen Farbkreis zu mischen ist immer sinnvoll, weil man eben dann lernt, wie die Farben sich vermischen, welche gut zusammenpassen oder sich ergänzen. Und falls ihr das nicht mehr wisst, wie das geht, dann schaut euch bitte das Einführungsvideo an, das ich zum Thema Acrylmalerei schon gemacht habe. Es steht euch auch frei, ganz andere Grundfarben zu nehmen. Ich zeige euch noch mal ganz kurz zwei Beispiele von einem früheren Video. Und zwar habe ich da diese zwei Kürbisse mit diesen Farben gemalt. Und ihr seht schon, das ist ganz wunderbar. Das sind ganz normal gelb, rot und blau, so wie man es halt auch von der Schule kennt. Und es kommen, ja, richtige Früchte raus. Wenn ich das Gleiche aber jetzt mit Grundfarben mal, die eigentlich gar nicht mehr richtig gelb oder richtig rot oder richtig blau sind, dann entsteht trotzdem ein Farbraum, ne, der in sich stimmig ist und wo man trotzdem das Gefühl hat, das ist jetzt gelb und das ist jetzt grün. Und das ist so der große Vorteil, wenn man eben mit diesen Grundfarben arbeitet, dass man ganz viele verschiedene Variationsmöglichkeiten hat und dass innerhalb von einem Farbraum von drei Grundfarben das Ergebnis immer stimmig ist. Und von der Komposition her versuche ich das Blatt immer so ein bisschen im goldenen Schnitt zu unterteilen. Und an diesem goldenen Schnitt entlang eben meine Komposition anzulegen. Selbst wenn das Foto das mir ein bisschen anders zeigt, dann muss ich halt ein bisschen variieren und das halt so machen, dass das von der Komposition her ein stimmiges Ergebnis gibt. Ich habe da im Vordergrund so diesen Hügel mit den Büschen drauf. Und ich skizziere die nur so ganz leicht. Und dann habe ich da noch diesen Baum. Und ich habe im Hintergrund so dieses Waldstück. Und dann sehe ich noch weiter hinten, sehe ich noch mal anderes Waldstück. Und da drüben sieht man zwar jetzt nicht, dass die Wiese oder was das ist, dass das weitergeht, aber das gefällt mir jetzt von der Komposition her besser, wenn das da drüben sich fortsetzt. Und deswegen deute ich das jetzt einfach mal so an. Dann haben wir da den Weg.
Und da haben wir diese Böschung, wo eben dann diese großen Bäume sind. Und da wird man dann auch später diese ganzen Stämme, ne, das sind zwar wahnsinnig viele, da wird man nur ein paar andeuten und eben den Rest so mit Flecken wiedergeben. Ja, und von der Komposition her war es das jetzt schon. So, und dann lege ich jetzt als erstes mal den Himmel an. Und zwar mache ich den einfach mit dem Cyan, ohne irgendwas reinzumischen. Und ich male den aber durch diese Bäume, ne, wo man überall durch die kleinen Zweige, wo man den Himmel durchsieht, da male ich den Himmel komplett aus. Da hinten dann nimmer. Himmel, wenn man den draußen sieht, wenn man den gut beobachtet, wird zum Horizont hin, wird der immer heller. Und jetzt im Winter würde ich da jetzt auch kein Gelb reingeben. Im Sommer, wenn die Sonne scheint, ist oft der Horizont dann so ein bisschen leicht gelblich. Bei Acryl ist das Schöne, weiß nicht, ob ihr es gerade bemerkt habt, dass man mit sehr stark verdünnter Farbe drüber malen kann und dann hat man sowas ganz Ähnliches wie beim Aquarell. Ne? Das wird dann beim Trocknen wird das wieder ein bisschen dunkler, weil dann das von unten hochkommt und man kriegt dadurch relativ sanfte Übergänge. Ich male sowieso impressionistisch, deswegen macht mir das nichts aus, wenn das ein bisschen fleckig wird. Aber wenn ihr gern haben wollt, dass es halt sehr gleichmäßig wird, dann müsst ihr einfach diese Farben stark verdünnt übereinander legen und dann kriegt ihr diese feinen Übergänge. Da kommen jetzt dann später sowieso die Bäume und die Büsche drüber. Da macht es nichts, wenn der Übergang dann ein bisschen fleckig wird. Gut, als nächstes mache ich jetzt diesen entfernten Wald und da nehme ich jetzt das Cyan mit der gebrannten Sienna und gebe wenig Weiß und wenig Gelb mit rein. Aber eben weil es entfernt ist, ein bisschen mehr Weiß, weil in der Ferne werden die Farben immer blasser und blauer. Und blasser heißt eben, dass man einfach immer ein bisschen mehr Gelb, ein bisschen mehr Weiß mit reingibt. Nach vorn werden die Farben dann eben immer kräftiger und es kommt weniger Weiß rein. Und dadurch entsteht dann auch so eine räumliche Tiefe. Und auch wenn das auf dem Foto jetzt so aussieht, als würde man da nicht viele Farben sehen, ist trotzdem sinnvoll, da ein bisschen zu variieren, dass man halt so das Gefühl hat, da sind vielleicht jetzt irgendwelche Buchen, die man sieht. Muss nicht besonders ausführlich sein, ne? Haben wir ja gesagt, wir beschränken uns da so auf Flecken, dass halt bloß so ein Eindruck entsteht. Da nach vorne gehen wir jetzt ein bisschen weniger Weiß und ein bisschen mehr von der gebrannten Sienna und dem Gelb mit rein, weil nach vorne Farben immer wärmer und kräftiger werden. Und wärmere Farben kriegt man eben immer, indem man auf dem Farbkreis die Rot- und Gelbtöne betont. So, und dieses Feld, das jetzt da hinter der Buschgruppe ist, das mache ich jetzt mit dem Gelb und mit der gebrannten Sienna und mit viel Weiß. Ich
weil das soll ja so aus dem Hintergrund auch so ein bisschen hell rausleuchten. Und da halt auch wieder darauf achten, dass das ein bisschen unterschiedlich wird von den Farben her. Ne? Dass ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ein bisschen gelblicher, ein bisschen grünlicher. Dass man halt so das Gefühl hat, da könnte irgendwas sein. Ich weiß nicht, ob er den Trick kennt, dass wenn man in die Landschaft schaut, dann kann man doch das so machen, dass die Augen so verschwimmen. Und da sieht man das immer ganz gut, das mit den Flecken. Also vielleicht, wenn er mal draußen steht, probiert er das und versucht dann eben euer Bild so zu malen, als ob ihr diese ganzen verschwommenen Flecken sehen würdet. Weil die ganzen einzelnen Gräser können wir natürlich nicht darstellen. So, und jetzt machen wir die Wiese im Vordergrund. Die ist noch nicht so saftig grün wie im Sommer. Und deswegen passt ihm das ganz gut, dass wir bloß diese drei Grundfarben haben. Weil das soll jetzt so, ja, das soll nicht so ein bisschen gedeckte Farben werden, ne? Sehr gebrochene Farben. Und auch diese Stellen, diese Böschungen, die da so, ja, das ist vermutlich Gras, so langes Gras, das niedergedrückt worden ist durch den Schnee. Und das halt jetzt vom Farbton her natürlich nicht mehr grün ist, aber so ein bisschen noch einfach das erahnen lässt, dass das eben Gräser sein sollen. Und die haben wir da natürlich in dem Weg auch wieder so ein bisschen mit drin. Und auch in der Wiese an ein paar Stellen. Nur da hat man einmal so vertrocknetes Gras irgendwo. Der Weg, das sind Steine und die machen wir mit so einem Grauton, den wir uns aus viel Weiß und mit wenig von unseren Grundfarben mischen. Da könnt ihr einfach immer das, was noch da ist auf der Palette, könnt ihr so ein bisschen mit in das Weiß mischen, dann wird es eigentlich von selber schon so grau. Ja, jetzt habe ich natürlich meine schöne Vorzeichnung, habe ich da verdeckt. Jetzt muss ich halt mir ungefähr so, ja, so vorstellen, wo die vermutlich war. Ne? Und diese kleinen Zweige, ne, das habe ich vorhin schon gesagt, die da jetzt so außen rum sind, die können wir natürlich jetzt nicht mit einzelnen Pinselstrichen darstellen, sondern die müssen wir jetzt mit vielen verschiedenen kleinen Flecken malen. Und da ist eben gut, dass wir vorhin den Himmel durchgemalt haben, weil man da natürlich jetzt so den Eindruck hat, als würde der Himmel durch diese kleinen Zweige durchschimmern. Und da im Vordergrund müssen wir jetzt darauf achten, dass der Kontrast zwischen hell und dunkel sehr stark ist, also stärker als da hinten. Und deswegen kann man da jetzt auch mit sehr dunklen Flecken reingehen. Ne, da haben wir diese hellen Zweige und da gehen wir jetzt dazwischen mit einer ganz dunklen Farbe rein, dass man eben meint, dass es da so ganz tief in den Schatten reingeht. Und da hinten, da unten auf dem Hügel, wo die Bäume dann stehen, da ist natürlich alles im Schatten. Da darf es dann auch nochmal ganz dunkel werden. So, und jetzt habe ich die Hauptfarben angelegt. Und jetzt mache ich noch die Hauptstämme. Und dann gehe ich überall, über die ganzen einzelnen Bildteile, nochmal mit helleren Farben drüber. Und mit dem Schrägpinsel, das seht ihr bestimmt, kann man diese Stämme ganz wunderbar ohne große Probleme einzeichnen.
an ein paar Stellen so ein bisschen kleinere andeuten, aber das reicht dann eigentlich schon. Mehr muss es nicht sein, weil das Auge ergänzt es dann immer selber. Da mache ich jetzt dann gleich jeweils in der Lichtseite eben noch hellere Striche und dann ist es an Darstellung genug. Im Vordergrund dürfen die ein bisschen dicker werden natürlich, weil man die ja größer sieht. Und halt auch darauf achten, dass er die jetzt nicht durchgängig macht, ne? Dass da immer so das Gefühl ist, dass da irgendwelche anderen Zweige jetzt davor sind, dass eben diese Hauptstämme immer auch ein bisschen verdeckt sind. Wenn alle Hauptfarben dann auf dem Bild sind, ne, ganz egal mit welchen Grundfarben ihr arbeitet, das seht ihr schon, dann erst könnt ihr beurteilen, ob die von der Relation zueinander, ob die stimmen. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, dass der Himmel da hinten mir zu dunkel ist. Da werde ich jetzt noch heller drüber gehen. Ich möchte auch die Wiese im Vordergrund wesentlich kräftiger, also mit mehr Gelb. Und ja, das ist wirklich was, das kann ich immer erst abschätzen, wenn ich dann alle Farben am Bild habe. Auch da die halt Dunkelkontraste betonen, ne, dass der Wald an der Stelle dunkler ist und die kleinen Zweige an der Stelle heller. Das kann ich jetzt alles erst korrigieren, wo alle Farben auf dem Bild sind. Und so entsteht jetzt Schritt für Schritt durch jede Schicht, die ich jetzt übereinander lege, ne, indem ich immer wieder einfach diese Flecken mal dünner, mal dicker übereinander schichte, entsteht so ja dieser Eindruck, dass da eben auf dieser Wiese und da auf diesem Abhang, dass da irgendwas passiert. Und das Gleiche natürlich da oben und da hinten. Ne? Und je weiter ich halt jetzt vordringe, desto heller werde ich zum Teil auch und desto größer werden die Kontraste und dadurch entsteht jetzt dieser Eindruck von räumlicher Tiefe. Und dass man da immer so den Himmel so durchsieht, deswegen habe ich auch für dieses Bild eine Leinwand genommen, weil man da den Pinsel so ein bisschen drüber schummern kann. Na, und die Farbe nicht gleich am Papier haften bleibt. Normalerweise arbeite ich viel, wenn ich Acryl male, mit Kartons, aber ich muss sagen, bei dem Motiv, da ist es halt jetzt total dankbar, dass man eben da diese Struktur von der Leinwand so durchsieht. Ja, und wenn ich das Bild mal so weit habe, dann stelle ich das einmal an die Leinwand, also dass ich das auch so von vorne sehe, weil man natürlich, wenn man von schräg oben drauf schaut, die Unterschiede in den Farben immer nicht so gut erkennen kann. Und dann habe ich jetzt schon gesehen, dass da hinten das vielleicht immer noch zu dunkel ist. Das werde ich jetzt noch ein bisschen aufhellen. Auch da diese Büsche kann man noch ein bisschen aufhellen. Und in der Wiese vorn kann man sicherlich jetzt auch noch wärmer und noch heller werden und vielleicht da noch ein paar Kleinigkeiten ergänzen. Und dann würde ich das jetzt als Skizze so stehen lassen. Ja, und ansonsten denke ich mal, habt ihr genug gesehen, dass ihr ungefähr wisst, wie weit man mit drei Grundfarben kommen kann. Ich lasse euch jetzt am Schluss noch ein bisschen zuschauen, ohne dass ich noch was erkläre. Ja, das ist jetzt mein Endergebnis, so lasse ich es jetzt stehen, weil irgendwann muss man einfach dann auch mal aufhören zu malen. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, ihr konntet vielleicht für euch was mitnehmen und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis bald!